Ethical Ranking zu Gast heute in Ahornach, da beim Außermeierhof, beim Thomas. Thomas, was passiert da alles auf deinem Hof da? Ja, mein Hof ist den habe ich 1997 von meinen Eltern übernommen. Und damals war ein alter Anbindestall. Und dann habe ich mir eben gedacht, muss einfach schauen, in die Viecher ein optimales Klima zu geben, um dass sie auch gesund und gut produzieren können und Leistung bringen können. Und dann habe ich mich entschlossen, eben noch den Stall umzubauen und zu machen. Und mit dem ersten Umbau oder mit dem ersten Bau, was ich gemacht habe, habe ich auch wieder einen Anbindestall gemacht, weil ich damals mit meinen Informationen gewesen bin, dass ein guter Anbindestall für die Kühe und für die Arbeit in der Landwirtschaft auch seinen Zweck erfüllt und gut ist. Und nach 10 Jahren habe ich mich eben entschlossen, nicht einmal 10 Jahre, nach 7, 8 Jahren, habe ich mich einfach entschlossen, umzustellen auf Bio, auf die Produktion von biologischer Landwirtschaft oder biologischer Lebensmittel. Und da ist zwar die Anbindehaltung mit Ausnahmegenehmigung erlaubt, aber man kriegt auch die Auflage, da hinzuarbeiten, um den Anbindestall umzubauen auf einen Laufstall, weil das einfach noch tiergerechter ist. Und so habe ich mich entschlossen, den bestehenden Stall zu erweitern, weil der Laufstall einfach auch mehr Platz braucht, weil die Kühe dann einfach mehr Raum kriegen, sich zu bewegen. Und habe damals die Finanzierung von Ethical Banking noch in Anspruch genommen und da gebraucht und vorher gewesen, dass sie da günstiges Geld gekriegt haben, wo einfach auch die Zinsen einfach garantiert sein, dass sie nicht in einer Dimension steigen, wo man kalkulieren kann. Besser, ja. Du produzierst da ja Biomilch, gell? Wo lieferst du die? Also die Milch wird ungeliefert, gell? Was ich habe hauptsächlich Milchwirtschaft mit eigener Nachzucht und die Milch liefern wir zurzeit da in Taufer Arntal nach Sterzing, zur Milchhof Sterzing, die was hauptsächlich Bio-Joghurt machen von der Milch. Und die Milch wird bei uns da alle 2. Tag abgeholt, um auch die Transportkosten in Rahmen zu halten. Deswegen jeden der 2. Tag die Abholung von der Milch. Ansonsten wird da auf dem Hof für den Eigenverbrauch hingehalten. Und bis auf die letzten Jahre allem noch Schweine. Heuer habe ich den Schweinestall wieder dazu neu gerichtet, weil eben auch da bei Bio die Voraussetzungen sein soll, dass das Schwein einen Auslauf kriegt ins Freie. Und im bestehenden Stall habe ich eben in den Schweinestall eben in einem Ort gehabt, wo das nicht mit dem Auslauf nicht machbar war. Und nachher habe ich jetzt heuer eben den Schweinestall neu gemacht, was jetzt noch momentan noch nicht ganz fertig ist. Und deswegen heuer kein Schweine da sein. Sonst habe ich allem so 2 Schweine zur Speckproduktion für eigentlich hauptsächlich für mich und für meine Geschwister halt da gehalten auf dem Hof. Thomas, ihr habt da ja auch Urlaub auf dem Bauernhof. Wie wird das von den Gästen umgenommen? Ja, ich habe mich entschlossen, eben Urlaub auf dem Bauernhof zu machen. Es hat sich angeboten im Unterdach oben bei mir im Haus und habe dort 2 Ferienwohnungen gemacht. Für die Gäste wird es speziell im Sommer bald eben Schulferien sein, weil eben in so Gästen hauptsächlich Familien mit Kindern sein, weil die wahrscheinlich den Bauernhof suchen und vielleicht auch die Kinder möchten irgendwie ein bisschen das mit oder zeugen auch. Vielleicht wo die Eltern früher sogar noch ein bisschen eine Beziehung gehabt haben und jetzt die Kinder nicht mehr. Und deswegen geht es in die Schulferien, geht es
die sind die Anfragen gut und ist auch gut ausgebucht. In den übrigen Zeiten ist es nicht allem einfach, die Warnungen zu viel, weil einfach auch mittlerweile schon ziemlich das Angebot groß ist in ganz Südtirol, was Warnungen oder Urlaub auf dem Bauernhof anbieten. Aber im Großen und Ganzen ist das ein schöner Zuerwerb zur Landwirtschaft.